werfen könnt. Holt euch eine Prepaid-Karte. Dann telefoniert ihr immer nur so viel, wie ihr Geld habt. Praktisch. In der heutigen Zeit hat ja keiner mehr so viel Geld. So. Gibt natürlich auch WhatsApp und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, am schönsten ist es doch wirklich, per Festnetz zu telefonieren und zu sagen, hey, wir treffen uns morgen. Finde ich. Vielleicht bin ich doch so ein bisschen altmodern oder so. Aber. Sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Tja. War vielleicht doch nicht die allerbeste Idee. Nur das war eine gute Idee, aber ich habe sie noch nicht so richtig umgesetzt. Na, machen wir es mal so. Schwuppdiwuppdi. Und das kommt weg und das. Es ist kalt. Es ist nass. Bei Regenwetter draußen zu sein, ist nicht die schönste Beschäftigung. Seit einiger Zeit gehe ich ins Fitnesscenter. Naja. Mal gucken, wie lange es dauert, bis man die ersten Erfolge sieht. Obwohl ich mir einbilde, dass meine Hosen jetzt schon lockerer sitzen. Und ich war erst ein paar Mal da. 1, 2, 3, 4. Ja, ja, mein Freund verarscht mich. 1, 2, 3, 4. Anstatt sich zu freuen, was ich voraussichtlich abnehmen werde. Naja. Aber ich denke, das ist ja auch viel leichter als nett sein. Ach Mist. So, ja, mal wieder keine Erde da und keine Schaufel. Mein Müsli ist ja schon super eingeweicht und immer noch nicht aufessen. Hab ja nichts gegen eingeweichtes Müsli. Nur wenn es dann suppenartig flüssig wird, ist es doch nicht mehr ganz so meins. Ach ja. So viele Bäume. Naja, wenn man übertreibt. Okay, sieht ja doch schon ein bisschen dolle nach Dschungel aus. Das muss alles wieder weg. Dann kommt hier noch ein kleines Feld hin. Irgendwie ist es doch schön mit den Seenlandschaften. Irgendwie. Ist die Tür eigentlich richtig rum? Türen. Die Haustür ist, glaube ich, andersrum. So. Hier eigentlich auch andere Türen? Würde mich ja mal interessieren. Pinienholz gibt das gleiche. Wir können ja mal die Fichte probieren. Nee, leider nicht. Schade. So. Da können wir ja noch ein paar Kisten erstellen. Obwohl, Moment. Monterkiste. Stufe 2 Schatzkiste, okay. Egelkiste. Schist. Ah, hier gibt es ja auch Bücherregale und so. Ach, schön. Ein Blumenband. Dead-Ender-Chest. Candy-Chest. Truhe.
Wir haben ja Deutsch drin, also mal unter Truhe. Ah ja, die. Zink. Eisengold. Kupfer. Die waren ja nicht viel größer als die normalen, immer nur ein bisschen. Hm. Hier gab es doch auch diese Boxen, oder? Weißt du noch, wie diese Umzugskisten hießen? Kisten, die einen hinterher hier, laufen? Lagerkisten. Die waren cool. Genau. Vier Stücke und der Rest ist Holz. Du kannst nicht immer 17 sein. Komm, hör auf, nein, das kannst du nicht. Komischerweise fällt mir das Lied immer ein, wenn ich meinen Freund sehe. Kommt vielleicht davon, dass ich mir vor kurzem alte Fotos angeguckt habe. Da waren wir etwas jünger und etwas schöner. Wie viel braucht man denn eigentlich immer eine ungerade Zahl? 3 mal 3 mal 3. Ich mache einfach mal ein paar mehr. Man braucht ja immer mehr, als man denkt. Je nachdem, wie groß es werden soll. Siebenundzwanzig bräuchte ich. Also man kann ja diese Kisten entweder einen stellen oder 2 mal 2 oder 3 mal 3. Und dementsprechend muss man auch viele herstellen, wenn man eine große Kiste machen will von 3x3. Braucht man ja 3x3x3 Kisten. Also 3x3 sind 9, 3x3 18, 27. Naja, ein paar mehr. Ist immer super für Cobblestones. Also im letzten Spiel, was wir zusammen gespielt haben. Oh, siehst du, davon haben wir schon wieder so viele. Da kann die Saftproduktion ja weitergehen. Das ist doch schön. So. Sehr gut. Nehme ich mal die 9 mit. Glas kommt später, da habe ich gerade keine Lust zu. Sandstein. Sandstein Dragon. Weiß, es heißt anders. Aber ich finde es ganz so lustig. Ist wieder kein Platz. Ganz ehrlich, die Kisten könnten echt größer sein. Cool, wir haben ja einen Bogen. Und ein bisschen Spinnenseide. Ich weiß gar nicht mehr, ob man Bögen einfach so reparieren kann. Kann man Bögen mit dem Amboss reparieren? Davon abgesehen, dass wir eh gerade keinen Amboss haben, aber... würde mich ja mal interessieren. Sunshine, Sunshine Rain. Ich würde jetzt singen. Es regnet, die Erde wird nass. Ich sitze im Trocknen, was schadet mir das?
Genau genommen sitze ich zwar im Haus, aber ohne Dach. Ist ja auch eine geile Konstruktion, ja. Jeden normalen Architekten würde man dafür verklagen. Aber in dem Falle bin ich ja der Architekt. Und mich selbst zu verklagen ist ein bisschen witzlos. So, mal gucken, ob das drüben noch reinpasst. In die Essenskiste. Keine Ahnung, wozu man Belladonna braucht. Wahrscheinlich für irgendeinen Mod, den ich gar nicht kenne. So, eine Kartoffel haben wir. Schon cool. Mir war so, als hätten wir noch eine Möhre gefunden, aber die hat der Herr bestimmt. Ja, super. Wo Möhren ja auch überhaupt nicht selten sind. Ach, naja. Was reg ich mich da auf? Das ist ja nur ein Spiel. Komisch, ja, wie man sich über so Kleinigkeiten ärgern kann. So, gerade vor Weihnachten wird einem ja immer bewusst, dass man die Familie zwar liebt, aber gleichzeitig auch ständig aufpassen muss, dass man nicht streitet, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Meistens ist man ja über die Feiertage doch zu Hause bei den Eltern. Sieht dann die Geschwister, vielleicht noch andere Verwandte. So. Aber selbst wenn wir uns die ganze Zeit streiten würden, ich bin immer froh, wenn ich zu Hause war. Ist einfach nicht das Gleiche, wenn man Weihnachten nicht zu Hause ist. Richtig Lust, hier ein paar Blumentöpfe aufzustellen. Wie waren das? Gucken, ob der übersetzt ist. Blumentopf, ja. Okay, erstmal brennen. Hast du was dagegen, wenn ich hier ein paar Blumentöpfe hinstelle? Du, da? Oh, cool, 19 Eisen. Das ist gruselig, hör auf, mir Angst zu machen. Okay, Skelette, ja? Der kriegt jetzt seine Strafe. Ich habe übrigens Tag gemacht. Wenn du jetzt rauskommst, bist du tot. Naja, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht, denn es regnet. Wäre ja lustig. Naja, ab und zu kann man ja auch mal gemein zueinander sein. Wenn man sich übertreibt. So, was brauche ich? Auf jeden Fall noch eine Spitzhacke. Die gehen einem immer viel zu schnell aus. Obwohl ja Eisen eigentlich nicht so selten ist. Eine Hose und eine Jacke. Verschwende ich es jetzt? Ich gebe es mal lieber nicht gleich komplett aus. Sonst fehlt nachher irgendwas wie. Oh, 136. Was ist denn das? Ein Eisenziegel. Stahl. Okay, eine Tasse. Pulverizer. Genau, ein Pulverizer. Kupfer. Kolben. Also Pflastersteine, Holz, Redstone und Dings. Haben wir auch Redstone? Nee, noch nicht. Meine Blumentöpfe. So. Blümchen 1. Nehme ich die?
2? Bin mir eigentlich sicher, dass ich noch eine hatte. Und Blümchen 3. Sunshine, Sunshine, it's a good touch for you. Okay, gehen die exotischen Sachen nicht da rein? Habe ich jetzt gar keine Blume? Och Mann, das ist ja gemein. Cool, wird ja richtig heimelig. Oh, irgendein Setzling, irgendeine Blume. Hier muss doch irgendwas sein, was man in den Topf stecken kann. Kaktus vielleicht? La, 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 la. Komm, geh. Hui, ein Kaktus! Kriegt man Schaden? Sehr lustig, auf den könnte man sich sogar raufsetzen. Hat was. Naja, komm da Kakteen rein. Ist ja auch ein bisschen doof. Naja, sieht merkwürdig aus, aber egal. Zumindest bin ich mit den Boden zufrieden. Die Wand hat was. Die wird jetzt einfach gestreift. Treibsand. Sandstein. Und Sand. Noch was zum Hochklettern? Das ist eigentlich die Idee. Ich habe erst überlegt, aber... hatte ich auch noch nie. Ja, die Strafe kommt da schon. Jetzt lass mich endlich raus. Naja. Das ist das Risiko beim Bauen hier mit Treibsand. Dass man immer schön drin bleibt. Ach, und das regnet immer noch. Ein bisschen müde bin ich schon. Bin heute eigentlich relativ früh aufgestanden. Obwohl wir sonntags normalerweise ausschlafen. Aber irgendwie war ich nicht müde. So, jetzt müsste die nächste Schicht kommen, und zwar Sandstein. Sandstein, Sandstein, Regen. Mal gerne, ob ich die einzige Person bin. Die sind alle braun und die ist bunt. Finde ich das gut oder finde ich das nicht gut? Hat auf jeden Fall was. Guck mal. Hat so ein bisschen was von der Kirche. So die verschiedenen Schichten. Oh, kriege ich was ab? Oh, Pommes, lecker. Ja, ich weiß, vorhin wollte ich nicht, aber... Während der Aufnahme isst man nicht. Tschüss, die Frau hat Hunger.
Bis zum nächsten Mal.